Sie sind hier 8. Januar 2019, 10.18 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Maurizio Arriva Bene soll eine Karriere im Fußball anstreben. Urheberrecht Getty Images. Die Zeit von Maurizio Arriva Bene als Technikchef bei Ferrari ist abgelaufen. Jetzt soll der Italiener mit einer Karriere im Fußball durchstarten. Maurizio Arriva Bene winkt nach seiner Ablösung als Ferrari-Teamchef offenbar eine neue Karriere im Fußball. Der 61-jährige Lombarde soll laut Corriere dello Sport zum Geschäftsführer des italienischen Rekordmeisters Juventus Turin aufrücken und somit die Stelle besetzen, die seit dem Wechsel von Giuseppe Marotta zu Inter Mailand vakant ist. Bereits seit 2012 sitzt Arriva Bene im Aufsichtsrat der Turiner. Juve gehört ebenso wie Ferrari zum Unternehmen des italo-amerikanischen Autobauers Fiat Chrysler. Am Montag hatte Ferrari die Trennung von Arriva Bene bekannt gegeben. Er wird durch den bisherigen Technikdirektor Mattia Binotto ersetzt, von Sportinformationsdienst.